Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in den Brigitte-Box-Adventskalender hineinschauen und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Brigitte Box Adventskalender hat ursprünglich 119,99 € gekostet und ist jetzt mittlerweile reduziert auf 59,99 €. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es den auch noch zu kaufen. Ich setze euch den Link dazu natürlich in die Infobox. Und ich habe ihn mir schon damals bestellt, als er halt rauskam, zum leicht reduzierten Preis, aber nicht mit 50% Rabatt. 550 € Warenwert sollen hier drin sein, da bin ich auch mal sehr gespannt, inwiefern das dann erreicht wird, mit was für Produkten. Und es geht hier nach wie vor noch weiter mit Adventskalender-Unboxings, Leute. Ich sag's euch, ich habe noch ein paar hier. Und ich möchte mit euch mal reinschauen. Ja, wir haben halt so ein Schubladendesign, ne? Das hatten wir ja auch schon das ein oder andere Mal bei anderen Adventskalendern. Und eigentlich so ein relativ schönes marmorblaues Design. Ich habe jetzt einfach mal die erste Schublade hier rausgenommen und starte mit der Nummer 1. Sehr große Boxen. Okay, es startet schon mal direkt mit Banana Beauty. Das ist cool. Oh Hun ist die Farbbezeichnung. Eine Lip Butter. Die haben wir hier drin enthalten. Ja, das ist schon mal ein Produkt, was jetzt nicht ganz so günstig ist, ne? Definitiv ein sehr schöner Nude-Ton, sehr tragbar, also keine total wilde Farbe. Also das finde ich schon mal sehr positiv. So, wir machen weiter mit der Nummer 2. Das ist sehr praktisch, denn wir haben hier wirklich auch in dem ersten Schuber die ersten 8 Boxen drin. Und hier habe ich direkt einen 25% Rabattcode. Achso, Beauty Love hat hier auch eine eigene Beauty-Reihe rausgebracht. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Box mit drin. Hier haben wir ein Hyaluron-Koffein-Hanföl, Augenpflege straffend. Okay, also es ist hier direkt ein Augenpflegeprodukt. Sowas ist auch immer eine ganz gute Geschichte. Koffein belebt, Hanföl beruhigt eigentlich eher. Also im Prinzip ist es so ein Balancing-Ding wahrscheinlich. Und das schaut einmal so aus. Ist ein Tübchen mit 15 Millilitern. Das dürfte dann auch eine Originalgröße sein. Schön, doch. Also ja, auch mal Eigenmarkenprodukte reinzupacken, macht durchaus Sinn, das einfach mal so zu präsentieren in dem Adventskalender. Ne? Ist schon, das passt. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ah, hier habe ich 5 ml von Dr. Hauschka, ein ausgleichendes Tagesfluid, bringt fettige Mischhaut in Balance, beruhigt Unreinheiten. Gut, ich habe jetzt keine Mischhaut, ich habe keine fettige Haut. 5 ml ist auch wirklich wenig, also wirklich, wirklich wenig. Da kannst du halt nur gucken, vertrage ich das Produkt auf meiner Haut, aber einen wirklichen Effekt wirst du mit 5 ml nicht merken. Hier haben wir jetzt die Nummer 4. Okay, das ist ein großes Büchschen und da haben wir ein kleines Produktchen drin und zwar von Luvas Heilerde Clean Peel Maske für alle Hauttypen, reinigt Poren tief, klärt und beugt Irritationen vor. Ja, also ich mag die Luvas Masken tatsächlich gerne leiden, weil das einfach eine gute hautverträgliche Geschichte ist. Ne? Heilerde ist immer eine gute Sache, wenn man so in der Erdbeerwoche ist oder so, da kommt das ganz gut. Der Tag vor Nikolaus, der 5. Dezember. Hier haben wir ein kleines Produktchen drin und zwar den Bamboo Bronzer von CAT London, Powder Bronzer. Das finde ich cool. 2,5 Gramm haben wir hier drin enthalten. Wir haben auch schon mal von CAT den Highlighter, den habe ich auch bei mir in der Schminksammlung drin gehabt und ich glaube auch den Blush mal gehabt. Ja, im Hintergrund hört ihr meinen kleinen Mann, wer sich gefragt hat. Wir probieren da mal was aus. Also im Prinzip ist mein Freund auch da, der auf ihn aufpassen könnte, aber wir möchten halt trotzdem mal gucken, ne, ob er auch mit Mama vielleicht mal oben sein möchte. Warum eigentlich nicht? Genau, hier habe ich dann den kleinen Bronzer Palm Island, ist hier die Farbbezeichnung. Und, oh, der sieht sehr schön, sehr hell aus. Den mag ich gerne leiden. Der hat so Sternchen mit drin. Passt definitiv. Das finde ich schön. Cool. Nikolaus, die Nummer 6 habe ich jetzt hier. Sehr, sehr leicht, auch wenn es groß ist. Ask for More von Barbour, sehr schön. Hydra Plus, Multivitamin und Lift Express, das sind die drei Ampullen. Das ist so ein Trio, was man immer mal wieder auch so in den Boxen drin hatte, ne? Kann man gut gebrauchen. Ich persönlich mag auch sehr, sehr gerne die Barbour Ampullen und das ist so ein Klassiker, dass wir Barbour Ampullen in der 6 drin haben. Im Nikolaus vor allem. Nein, in der Nummer 6. So, am 6. Dezember. Doch, ist eine schöne Geschichte. Sehr hautverträglich auch wieder hier. Sehr schön pflegend. Du hast hier was Feuchtigkeitsspendendes, was Vitalisierendes und was Straffendes. Also definitiv eine gute Kiste, finde ich. Jetzt schaue ich mal in die Nummer 7 rein.
Okay, das ist halt auch wieder so ein kleines Produktchen. So relativ typisch, ne? Irgendwie jetzt in diesem Adventskalender, dass wir so kleine Sachen drin haben. Oder halt Full Size. Sehr, sehr verwirrend. Also von Dr. Hauschka diese 5 ml, dann einen kleinen Bronzer von CRT. Und hier wieder von Lancôme das Advanced Genifique Concentré Activateur de Jeunesse. 7 ml, das ist ein Serum von Lancôme, was auch sehr bekannt ist, was ich auch schon mal verwendet habe, was wirklich toll ist. Schön finde ich auch, dass selbst wenn es halt so eine kleine Probegeschichte ist mit 7 ml, du kommst schon weichen damit aus, weil das recht ergiebig ist, hat eine schöne Konsistenz auf der Haut, macht alles auch wirklich echt hübsch. Es steht auf diesen Produkten auch immer wieder drauf, not for individual sale, ne? Also wenn ich jetzt dran denke, 120 Euro hätte man für den Adventskalender ausgegeben, hätte ich mich sehr wahrscheinlich dran gestört. Ja, ich glaube 80 habe ich dafür bezahlt, als es quasi in diesem Anfangs Early Bird Rabattgedönsen war, ne? So, jetzt kommen wir zu der Nummer 8. Die darf machen, dass es kracht. Das ist einmal, weil es sich reimt und weil Sammy dort Geburtstag hat. Hier habe ich etwas drin enthalten von Lacoste Pour Femme. Eine Bodylotion mit 100 ml. Das ist eine ganz toll duftende Bodylotion. Sehr sportlich, mag ich gerne leiden. Und ja, auch tatsächlich ein klassisches Produkt in dem Adventskalender. Und jetzt, wo ich halt die erste Ebene einmal geleert habe, schaue ich mir die Produkte an und denke, ja, ist schon eine gute Geschichte, also ein schöner Start in den Adventskalender. Aber irgendwie fehlt mir bislang so dieser Boom-Effekt. Also widmen wir uns der nächsten Schublade und schauen, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Die ist jetzt schon mal ein bisschen schwerer. Ach guck, sowas mag ich auch immer gerne in Adventskalendern hoch. Das ist eine Kerze von Yankee Candle. Warm Cashmere, 37 Gramm. Das ist schön. Also so eine Kerze in Adventskalendern gehört irgendwie mit rein. Das gibt halt wirklich diese Weihnachtsstimmung wieder, ne? Riecht auch wirklich toll. Also das ist ein gutes Produkt. In der Nummer 10 wird es jetzt mit Zoe Eiler weitergehen. Ein Facial Roller. Mhm. Ja, das gehört auch irgendwie in den Adventskalender. Und irgendwie haben wir dieses Jahr so viele Gesichtsroller und Gua Sha Steine und so ein Kram in Adventskalendern drin. Also hier sehen wir auch die Lady, wie sie den Gesichtsroller verwendet. Ich habe einen Gesichtsroller. Ich habe auch mein PMD Rose Quartz selbsterwärmendes Vibrationsvieh fürs Gesicht, was großartig ist, aber sagt teuer. Ja, also so ein Gesichtsroller hat, glaube ich, jeder von uns auch irgendwie mittlerweile zu Hause. Ist aber ein schönes Tool schon, ne? Also mag ich gerne leiden. Ja, ne? Man macht jetzt auch nicht unbedingt 100 Adventskalender in der Adventszeit auf. Dementsprechend ist es dann auch vollkommen in Ordnung, wenn man dann in einem Adventskalender einen Gesichtsroller drin hat. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält Tromburg Nail Polish, ein Nagellack, Hashtag 2 Du. Okay, ja, tolle Farbe. Hä? Welche Farbe hast du denn? Weiß, okay. Dann ist es wahrscheinlich Du. Keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Weiß. Werde ich mir mal ausprobieren. Werde ich mir mal gönnen. Weil das Weiß, was ich von Essie habe und auch von Essence hatte, war leider nicht so deckend. Also da bin ich sehr gespannt drauf, ob der jetzt besser funktioniert. Fühlt sich auch sehr, sehr schwer und hochwertig an. Zack, die Wappdi. Wir sind schon bei der Halbzeit. Die Nummer 12. Ja, natürlich Avant. Wir müssen ja den Wert irgendwie auf 550 Euro hochkriegen. Da hilft uns Pink Orchid Subtle Restoring Overnight Serum mit 30 ml definitiv, ne? Also das ist, 100 Euro wert oder so, keine Ahnung. Ein ziemlich teures Produkt. Avant ist halt so eine Marke, die auch wieder klassischerweise in Adventskalendern drin ist, um den Preis oder den Wert halt sehr schön zu gestalten. Aber ja, sind schöne Produkte. Ist jetzt aber meiner Meinung nach den Preis nicht hundertprozentig wert. Wenn es jetzt irgendwie nur ein Viertel von dem kosten würde, was dafür ausgerufen wird, wäre ich bereit, das dafür auszugeben. Ne? Das würde vom Preis-Leistungs-Verhältnis her schon passen. Aber das, was wir hier immer so präsentiert bekommen, ist einfach total übertrieben. Trotzdem freut man sich natürlich, wenn es mit drin ist, ne? Weil es ist eigentlich auch ein ganz gutes Produkt. So, 13 eröffnet uns die zweite Hälfte der Adventszeit. Und auch diese Marke darf natürlich nicht fehlen, auch das ist immer recht hochpreisig. Ich glaube 49 Euro kostet das oder 39. Mudmaski Pearl Polish Super Glow, eine Pink Clay Mask. 60 ml sind hier drin, das ist so eine reinigende Maske. Ich gebe mir solche Masken super gerne halt morgens auf, wenn ich meine Zähne putze. Und die muss auch maximal 10 Minuten nur drauf bleiben. Das finde ich ganz klasse, ne? Die werde ich auch verwenden. Das ist dann halt wirklich so eine Maske zur Reinigung gedacht.
Die Nummer 14. Ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh, dass wir jetzt gerade so einen Lauf haben, wo wir nicht so wirklich viele kleine Mini-Produkte drin haben. Hier habe ich etwas drin von La Vie d'Amélie Pre-Wash Hair Mask mit Minzöl für erfrischende und geschmeidige Haare. Das sind 50 Milliliter. Du kommst ewig und drei Tage mit so einem kleinen Ding hin. Das ist so ähnlich wie diese Pomelo und Co. Masken, weil du halt hier super viel Kokosöl auch mit drin hast, was dann ja auch quasi dazu führt, dass wenn es kalt ist, das Produkt, dass es recht hart ist, und wenn es warm ist, ist es sehr flüssig. Das machst du dir halt wirklich in die Haare rein, bevor du duscht, bevor du deine Haare wäschst, und hier steht auch drauf, 15 Minuten einwirken lassen, und du kannst sowas aber auch wirklich lange einwirken lassen. Je länger das einwirkt, desto besser ist die Wirkung tatsächlich davon, und ja, eigentlich ein gutes Produkt. Tatsächlich, Minzöl ist jetzt nicht so unbedingt mein Duft, ne, für Haarprodukte, aber ja, haben wir mit dabei, finde ich schön. Die Nummer 15 ist super leicht. Nein, das ist natürlich krass, ne? Guckt euch das an. Tadadada. Man sieht es kaum, ne? Ja, ich habe es eben noch gelobt, dass wir jetzt irgendwie gar nicht so viele mini-kleinen Sachen haben. QMS, Medicosmetics Epigen Pollution Defense Day and Night Cream. Also das ist wirklich, das ist zu wenig, Leute. Hier steht, glaube ich, nicht mal eine Mengenangabe drauf. Das ist natürlich krass, finde ich. Ich weiß nicht, 2 Milliliter oder was ist da drin? Das ist wirklich winzig klein. Ist bestimmt ein teures Produkt, ne? Aber das ist viel zu klein. Okay, dann schauen wir mal, ob die Nummer 16 uns jetzt ein bisschen glücklicher macht. Ist auch wieder ein kleines. Das ist jetzt mutig, sehr mutig. Lancôme Teint Idol Ultra Wear. Das ist, eine Foundation. 03 Beige Diaphane, das wird mir zu dunkel sein, 5 Milliliter. Ich hatte die auch schon mal in 02 oder in 01 irgendwo als Probe auch mit dabei gehabt. Richtig gut, ich meine, ich habe die sogar in einer Full Size. Aber das ist schon krass. Also mutig, sowieso irgendwelche Base-Produkte reinzupacken, ne? Sei es Foundation oder Concealer. Also die beiden jetzt in Folge haben mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, muss ich gestehen. Dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick in die unterste Schublade und starten mit der Nummer 17, was ja eine Woche vor Heiligabend ist. Ich hoffe, dass uns jetzt die nächste und letzte Schublade etwas glücklicher macht. Klassisches Produkt, was wir auch übers Jahr öfters in Boxen drin hatten. Fix and Rouge Satin Soft Blurring Primer Ultra Prime 30 ml. Auch das ist ein hochpreisiges Produkt, was wir, wie gesagt, schon häufig in Boxen drin hatten jetzt dieses Jahr und letztes Jahr und vorletztes Jahr. Blurring oder so, ne, mattierende Primer kann ich halt so nicht gebrauchen. Und auch wenn man bedenkt, dass eigentlich eher so die Brigitte Box Kundinnen eher so quasi älter sind als ich und dementsprechend dann ja auch eher eine reifere Haut haben und dementsprechend auch eigentlich eher Feuchtigkeit brauchen. Es ist sehr, sehr merkwürdig, dass wir jetzt dann doch schon das nächste Produkt haben, was eher so in Richtung trocken machend geht, ne? Also, ja. Okay. Die Nummer 18. Das ist jetzt herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Autschen. Auch wieder so ein Mini-Vieh. Liquid Proteins von QMS Day and Night Lotion. Ja, guck an. Das ist auch wieder so ein Winzelfieh, ne? Das ist echt Wahnsinn. Das ist einfach nicht gut. Das finde ich nicht in Ordnung, in einem 120-Euro-Adventskalender so ein Mini-Pizzle-Vieh drin zu haben. Nö. 19. Die ist jetzt relativ groß und da, ja, hoffe ich auch, dass da ordentlich was drin ist. 75 ml sehe ich schon mal. Energy Boost Zahncreme von Youth mit Koffein, mit Guarana, Mate, grünem Tee und Kokosöl, frei von Laktose und Gluten, vegan, auf Basis der traditionellen persischen Medizin. Bestimmt super, bestimmt super. Werden wir auch verwenden, aber Leute von heute, Zahncreme in einem Adventskalender, finde ich nicht okay. Ich finde einfach, dass Zahnpasta ist wirklich eher so ein Richtung medizinisches Produkt. Dementsprechend muss da wirklich jeder gucken, was bedarfsgerecht verwendet wird. Und da würde ich eher nicht cool finden, sowas in einer Beautybox oder in einem Adventskalender drin zu haben. Ich möchte ja auch kein Klopapier drin haben, auch wenn das im weitesten Sinne zu Beauty ja auch dazugehört oder zu Drogerieartikeln, ne? Naja, aber gut, das ist halt so meine Meinung dazu. Ich weiß, da gehen die Meinungen auseinander. Ich mag es halt einfach nicht so gerne. So,
Jetzt haben wir eine kleine Nummer 20. Hugon, le gommage visage. Also quasi ein Gesichtspeeling haben wir hier am Start. 12 Milliliter haben wir hier drin. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das ein Enzympeeling ist, ob das ein mechanisches Peeling ist, ob das ein chemisches Peeling ist. Nein, ich sehe es. Es ist ein mechanisches Peeling. Nichts für mich. Riecht angenehm, aber das ist nichts, was ich in meinem Gesicht verwenden würde, weil ich keine mechanischen Peelings ins Gesicht packe. Ich kann mir vorstellen, dass ich das am Körper verwende. Da war jetzt ein bisschen was daneben gegangen. Ja, aber halt nicht im Gesicht, weil mein Gesicht einfach zu sensibel dafür ist. Ich habe hier ein Video gedreht, da kannst du gerne mal vorbeischauen. Sodele 21. Wir sind auf der Zielgeraden, ne? Eine Mascara, die mir auch schon über den Weg gekommen ist beim diesjährigen Adventskalender-Unboxing-Marathon von Lavera Endless Lashes Mascara mit pflanzlichem Keratin. Das ist eine Originalgröße, 13 Milliliter haben wir in dieser Mascara drin. Naturkosmetik-Mascaren machen bei mir leider nicht so diesen Ultra-Effekt, wie das andere Mascaren halt machen. Aber für Menschen mit empfindlichen Augen sind solche Mascaren eigentlich ganz cool. Die Nummer 22. Hier haben wir was. Oh, ein Glasfläschchen. I Want You Naked, The Lovely, revitalisierendes Gesichtsöl. Das dürfte auch eine Originalgröße sein. Da haben wir 15 Milliliter drin. Und sowas ist auf jeden Fall in diesem Adventskalender sehr, sehr gut aufgehoben. Das ist auch eine sehr sympathische Marke. Die durfte ich auf dem Glossybox-Event auch kennenlernen. Und das kannst du super in Kombination mit dem Gesichtsroller verwenden, das, was wir ja schon vorher drin hatten. Ne? Finde ich klasse. Das hätte vielleicht auch einfach ein bisschen eher aufeinander folgend drin sein können. Aber na, so haben wir das jetzt hier mit drin enthalten. Das ist auch ein recht natürliches Produkt, 100% vegan. Natural Skincare ist doch alles total fein. Aus Kirchheim kommt die Firma. Jetzt gucke ich mir mal den Tag vor Heiligabend an. Die Nummer 23. Sehr leicht. Ja, okay, wir müssen den Wert wirklich noch irgendwie erreichen. Deswegen knallen wir hier noch ein Avant-Produkt rein. Kein Mensch, den ich kenne, würde sich dieses Lippenpeeling kaufen. Zum einen, weil Lippenpeelings overrated sind, also im Prinzip vielleicht für ein Zehntel oder so von dem Preis. Ich weiß nicht, ich glaube 50 Euro kostet das oder so. Aber nie im Leben für den vollen Preis wird man sich dieses Produkt kaufen, oder? Weil Lippenpeelings, verwendest du mal und dann vergisst du es und dann wird es dir im Schrank wahrscheinlich schlecht. Dann kaufst du dir auf gar keinen Fall so ein teures Lippenpeeling. Und viele verwenden einfach gar keine Lippenpeelings, weil die gar keinen Sinn dahinter sehen. 10 Milliliter sind hier drin. Rose Sugar Lip Scrub, das ist wundervoll. Das finde ich auch total freundlich. Aber also ich persönlich werde es nicht verwenden, weil ich einfach weiß, dass ich es nicht verwenden werde. Ja, gut. Das war jetzt die 23. Ich bin immer noch nicht so hyped. In der 24 ist etwas drin. Da weiß ich schon, dass es drin ist. Aber na, das ist dann quasi das Highlight von dem Adventskalender. Heiligabend erwartet uns nämlich ein Produkt von Nutralash. Da habe ich hier auch schon was drin. Was ist das? Exklusives Gewinnspiel. Na guck mal, zweimal ein Wochenende auf Usedom für zwei Personen. Da kannst du an einem Gewinnspiel teilnehmen. Herzlichen Glückwunsch. Ist schön, aber dann hast du halt schon wieder deine Daten weitergegeben. Nutralash Eyelash Formula für das Serum für ihre Wimpern. Da hatte mich eine YouTube-Kollegin gefragt, ob ich ihr das zur Seite packen kann. Werde ich machen. Also das werde ich Jenny dann zuschicken. Ne? Und ja, ich verwende Wimpernseren. Ich liebe Wimpernseren, weil die bei mir halt auch wirklich was bewirken. Hier sind 3 Milliliter drin. Und das ist ein Wimpernserum, was offensichtlich keine Hormone enthält. Das sieht man bei den Inhaltsstoffen. Wenn da irgendwas mit Prost draufstehen würde, dann wäre es theoretisch ein Hormon. Ne? Ja, reiben Sie sich bis dann. Achso, man soll die Augen nicht reinigen. Okay, reiben. Okay, ja, nur einmal am Tag, am besten abends. Ja, das finde ich alles wundervoll. Wird auch wahrscheinlich ein teures Produkt sein. Ja, ne, ist jetzt hier mit drin, ist dann quasi das Highlight-Produkt. Okay. Ja, also Brigitte Box hatte allen Grund, den Adventskalender dann auch auf die Hälfte zu reduzieren. Klar haben wir hier einen hohen Wert drin, weil wir hier auch hochpreisige Produkte drin haben von Avant und so, ne? Aber also für mich persönlich wäre der Inhalt jetzt nicht 120 Euro wert. Also ich würde jetzt nicht in den Laden gehen und mir für 120 Euro diese Produkte kaufen. Nö. Also da würde ich andere Produkte bevorzugen. Vor allem haben wir hier auch so kleine Pizzle-Produkte drin, die kein Mensch braucht, was ich echt schade finde. Zahnpasta. Ja, also
haut einen jetzt nicht so extrem vom Hocker. Aber das ist auch das, was ich als Meinung gehört habe zu dem Adventskalender, was man so generell auch in den Kommentaren gelesen hatte, was ihr mir auch schon geschrieben hattet. Ich kannte nur den Inhalt halt noch nicht, ne? Hab mir den jetzt reingezogen, muss sagen, muss nicht unbedingt sein, aber für 60 Euro, für den wird es ja gerade angeboten, kann man das vielleicht machen. Aber ist jetzt nicht so der Oberknaller. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich meine, dass er letztes Jahr deutlich besser war. Vorletztes Jahr sowieso. Keine Ahnung. Naja, das war's jetzt hier von mir und dem Brigitte Box Adventskalender. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!